Es hat insbesondere in den letzten paar Tagen hat es einen doch langsam begonnen so zu kribbeln unter den Füßen. Man hat immer am liebsten gerade loslaufen. Und von dem her bin ich jetzt froh, dass der Tag gekommen ist und jetzt bin ich wirklich gespannt. Wir sind hier in Zürich beim Zürcher Silvesterlauf und Nicole und Christoph dürfen hier 8,5 Kilometer rennen. Und die Herausforderung ist, es ist grusig kalt. Es hat ganz viele andere Leute. Und man kann hier nicht einfach so, wenn man allein geht und joggen, seinen Rhythmus laufen, sondern man muss sich so ein bisschen in dieser Masse bewegen. Es dürfte zu einer von diesen doch umfangreichsten und extremsten Leistungen von meinem Leben gehören, was ich jetzt hier in Angriff nehmen werde. Die letzten Tipps, die ich Christoph und Nicolo noch auf den Weg geben konnte, sind einfach wirklich locker zu bleiben. Es ist halt kalt, darum habe ich gesagt, laufen mit der Sonne im Herzen. Und besinnt euch an dem, was ihr in den letzten Monaten gemacht habt. Und so mit dem guten Gefühl soll ich jetzt den Lauf laufen. Yes! Im Ziel. Gute Zeit. Etwas über 45 Minuten für knapp 9 Kilometer. Mission accomplished. Yes! Geschafft. Ziel erreicht. Kondition hat gehoben. Ja, hat einfach funktioniert. Am Anfang, bis ich hier war, hat vor allem die Aufregung überwogen. Und jetzt, seit ich die Musik höre und die Leute sehe, und so, jetzt ist es Vorfreude, jetzt freue ich mich wirklich auf den Lauf. Völlig parat, Freude auf den Lauf, dass wir deinen Lauf. Ja. Alles Gute. Go for it. Alles Es ist für mich super gelaufen. Ich bin sehr zufrieden mit mir. Ich konnte alles durchjoggen, auch sämtliche Steigungen. Ich bin recht zügig mitgekommen. Am Schluss sogar die dritte Runde noch mal ein bisschen Geschwindigkeit anziehen und habe eigentlich keine Müdigkeitseinbrüche gehabt. In der letzten Runde habe ich bei den Steigungen Mühe gemerkt, aber es ist tiptop gegangen. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Meine Kandidaten, die sind einfach genial gewesen. Der Christoph ist über sich rausgewachsen, die Nicole sowieso, und sie haben wirklich ein ganz tolles Rennen gelaufen. Ganz besonders gefreut hat mich, dass Nicole alles hat können durchjoggen, auch jede Steigung, und dass der Christoph so richtig hat können überholen. Er hat wirklich das Feld von hinten aufgerollt, das ist richtig toll gewesen.